Wahnsinn, ey, das hört ja gar nicht mehr auf. Geil. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Genau. Er muss leiden. Okay. Jetzt kommt der ganze Müll darunter oder was? Aha. Bitte einmal entleeren. Ein kleines Fliegeviech, das muss sterben jetzt. Sofort. Wo ist es? Habe ich es erwischt? Nee. Wo ist das Ding? Es muss sterben. Ah, ich hasse diese Mücken, ey. Es war eine Mücke, eindeutig. Verdammtes Mistviech. Ich will Mücken tot sehen. Und zwar auf der Stelle. So. Was ist das hier? Eine Tür. 02. Der quetscht wahrscheinlich gleich wieder die Räume zusammen hier. Wetten? Oh, das sind die Dinger von unten. Nö, ich gehe den anderen Weg. Danke. Super, da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und, ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier so ein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Nö. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Du gehst den Tod hier absolut freiwillig ein. Und obendrein tust du mir damit noch einen großen Gefallen. Der Stampfer funktioniert übrigens, keine Angst. Früher hatten wir damit manchmal Probleme. Dieser Stampfer aber funktioniert tadellos und du kannst dich auf deinen Tod verlassen. Wenn du also deswegen nicht reinspringen willst, sei unbesorgt. Du kommst ganz sicher darin um. Nicht völlig schmerzfrei, versteht sich, aber du wirst einwandfrei zermalmt. Danke. Warte nochmal. Lauf entweder in dein sicheres Verderben oder bring die Sache hier ehrenvoll zu Ende. Wie ein Samurai. Spar dir den Weg. Du kannst nur gewinnen. Ich habe mir wirklich viel Mühe bei der Vorbereitung meines Verstecks gegeben. Es wäre also nicht fair, wenn du mir 10 Meter vor dem Eingang einfach so wegstirbst. Allein der Gedanke macht mich... Es wäre aber meine gerechte Strafe, also... Warum willst du mir nicht eins auswischen, indem du einfach in den guten alten Stampfer springst? Wenn die Chancen für mich so schlecht stünden, würde ich die Sache auf diese Weise beenden. In Würde zermalmt. Das wäre zweifellos meine Entscheidung. Und das Beste ist, ein Fließband wird dich in aller Bequemlichkeit direkt in den Stampfer befördern. Du musst keinen Finger krumm machen dafür. Ich habe mich um alles gekümmert. Ist das nicht großzügig? Wie auch immer, ich habe dir alles dazu gesagt. Lass dir Zeit, denk drüber nach. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Du hast die Wahl. Versteck oder Stampfer. Meine Meinung kennst du, Stampfer. Aber es liegt an dir. Ich gebe dir eine Denkpause. Boah, da kann reden ohne Ende. Aber danke, dass er mir Zeit gibt, zu reden.
Also Selbstmord, wenn denn ja mit Stil. Und mit Stil heißt abstürzen in den Tod nach unten. Und nicht mit Stampfer. Ne, Stampfer ist scheiße. Was hab ich da gedrückt? Ich weiß es nicht. Hey, dann kann ich vielleicht auf das Förderband hier durchrutschen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre ein Versuch wert. Das mache ich mal. Boah, Tatsache, das geht. Das heißt ja wohl nein. Jo, genau, nö. Oh, shit. Reißt ganz Aperture auseinander. Oh, da fällt was zusammen.